Da hat Friedrich Merz, der CDU-Parteivorsitzende, ausnahmsweise mal recht, dass er sagt, dass mindestens auf kommunaler Ebene die Sachpolitik im Vordergrund stehen sollte und Möglichkeiten der Kooperation zwischen CDU-Funktionären und Funktionären der AfD möglich sein sollen. Und kaum hat er das im Rahmen eines Sommerinterviews gesagt, da wird er schon von den eigenen Parteifreunden wieder in der Luft zerrissen. Das sei voreilig. Hier würden Parteitagsbeschlüsse konterkariert. Der bayerische Ministerpräsident Söder spricht davon, dass es abwegig wäre. Er führt erneut eine Hetze gegen die AfD durch und distanziert sich von den Aussagen von Merz. Und so sieht man, dass der erste Vorstoß von Merz nun doch eine Normalität im Umgang mit der AfD in Zukunft auszuüben, dass dies nur ein Vorsatz ist, der von vielen, vielen politischen Mandatsträgern der CDU überhaupt nicht Unterstützung findet. Und so ist eher Merz derjenige, der jetzt isoliert wirkt und mittlerweile auch zurückrudert, davon spricht, dass er missverstanden wurde. Und so ist deutlich, der Aufstieg der AfD, der sich unweigerlich weiter fortsetzen wird, der wird zwar immer wieder zu Diskussionen in der CDU führen, inwiefern man sich jetzt den konservativen Kräften der AfD öffnet, aber zu groß sind die Merkelianer in der CDU, die weiterhin sich für einen linksgrünen Kurs stark machen und jede Koalition und Kooperation mit der AfD ablehnen. Und das ist gut für unsere Partei, denn dadurch stärkt das die AfD immer weiter als einzige echte Oppositionspartei gegen den politischen Irrsinn der Ampelkoalition.